Ein Wochenende lang mal so richtig abchillen und dabei fantastische Live-Musik hören. Dafür steht das Acoustic Lakeside Festival in Kärnten, das dieses Jahr mit dem besten Line-Up seiner Geschichte aufwartet. Freu dich auf einen waschechten Oscar-Gewinner, eine karibische Indie-Göttin und ein Wiedersehen mit trinkfesten US-Indie-Rockern. Aber alles der Reihe nach. Hallo, wir sind ein Bruchteil des Organisatorenteams des Acoustic Lakeside Festivals und ihr seid go to be part of it. Schon mal ganz dick den 20. und 21. Juli vormerken, denn da gibt's die 7. Ausgabe des Acoustic Lakeside am kärntnerischen Sonnecker See. Manche nennen ihn liebevoll Teich, weil er einfach viel zu überschaubar ist. Wir erwarten euch mit riesigen Musikprogramm auf der Hauptbühne. Unter anderem stehen Nada Surf, Heather Nova, Philipp Poisel, Glenn Hansard, Patrick Wolf und viele mehr als Headliner auf der Bühne. Wir haben aber auch ein recht ausgedehntes Rahmenprogramm zusammengezaubert. Das fängt an bei dem Lakeside Brunch am Nachmittag und dem Frühshoppen, wo es Lesungen und einen Poetry Slam gibt. Endet dann auch am Nachmittag mit der FM4 Sandkiste, wo die Bands, die bei uns spielen, auch im Beach Soccer gegen Besucher antreten. Das absolut Besondere am Acoustic Lakeside ist, alle Bands spielen unplugged. Das schafft ganz besondere, intime Konzerte und lockt inzwischen Besucher aus ganz Europa an. Es spricht sich natürlich schon herum, dass die Band, die jetzt bei uns spielt, sich extra irgendwie ein eigenes Set aufbaut und man sie so zu Gesicht bekommt, wie man sie vielleicht nirgendwo anders mehr zu Gesicht bekommt. Und einerseits eben durch diesen akustischen Charakter und andererseits auch durch das persönliche Ambiente. Und ich denke, dass das schon ein großer Grund ist für Besucher, auch weitere Strecken der Anreise auf sich zu nehmen. Auch bei den Bands hat sich die Einzigartigkeit dieses Festivals längst herumgesprochen. Nicht umsonst sind dieses Jahr viele Musikgrößen dabei, etwa Glenn Hansard, der Sänger der irischen Frames, der mit dem Film Once sogar schon einen Oscar gewinnen konnte. Oder Heather Nova, die Indie-Legende der Bermudas, ist Headlinerin am zweiten Tag. Und auch diese Herren hier könnte man verpflichten. Nada Surf, die schon 2010 am Acoustic Lakeside gespielt haben, haben sich als ziemlich trinkfest erwiesen. Sie sind am Nachmittag, glaube ich, um 11 Uhr am See angekommen und haben sofort sich gewundert, dass sie noch kein Bier in die Hand gedrückt bekommen haben. Das hat geheißen, sie müssen nach der Show sofort abreisen. Nachdem es dann aber etwas brutalere Züge angenommen hat, haben wir sie um 4 Uhr aus dem Partyzelt mit Absperrband und Baugitter hinaus quetschen müssen. Sie haben das nicht auf sich sitzen lassen und haben Besucher und uns auch noch in den Tourbus eingeladen. Wir wären dann bald in Verkirchen gelandet, wenn wir nicht rechtzeitig ausgestiegen waren. Also schnell die letzten Tickets sichern. Mehr Infos findest du auf www.acousticlakeside.com. GoTV. Be part of it.